Ja, hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Sony aus den Weltmeeren von Sea of Seas. Ich möchte euch erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr wünschen und alles Gute für 2021. So, heute ein ganz kurzes Video und ich möchte euch nur daran erinnern, dass ab heute die Twitch-Drops wieder aktiv sind. Was bedeutet das? Das heißt, ihr müsstet euren Sea of Seas-Account, falls ihr es noch nicht getan habt, mit einem Twitch-Account verknüpfen, was ihr über die Einstellungen von der Sea of Seas-Seite machen könnt. Ihr braucht natürlich einen Twitch-Account und könnt dann ab heute bis zum 6. Januar jeden Tag einen Teil des Winterkostüms erlangen. Und das müsst ihr einfach nur 20 Minuten lang einem Streamer zugucken, der in seiner Beschreibung natürlich hat, dass die Twitch-Drops aktiv sind. Also ihr könnt nicht jedem Streamer von Sea of Seas zugucken, sondern es muss schon ein Sea of Seas-Partner sein. Dann erhaltet ihr nach 20 Minuten einen Drop auf Twitch, den ihr einfach abholen müsst und der dann relativ zeitnah bei euch im Spiel in der Kostümkiste erscheint. Ich habe schon die ersten Drops erhalten, weil vor Weihnachten war ja auch schon mal die Twitch-Drops aktiv. Ich habe leider die Handschuhe verpasst. Ob die nochmal kommen werden über den Schwarzmarkt oder über andere Events, dass man die nochmal erhalten kann, ist leider aktuell noch nicht bekannt. Was jetzt noch kommen wird, ist einmal der Bart, der Hut wird noch kommen, die Winterhose, das Holzbein und ein zusätzliches Winter-Emote. Das Ganze startet immer um 11 Uhr, das heißt, die 24 Stunden für einen Drop sind jetzt quasi heute um 11 Uhr bis morgen um 11 Uhr angelaufen und danach gibt es dann den nächsten Drop wieder für 24 Stunden, ja, und so weiter, und so weiter. Das heißt, ihr müsst den Stream nicht richtig, ihr könnt ihn gucken, ihr könnt ihn natürlich auch einfach nebenbei laufen lassen, Hauptsache 20 Minuten. Können auch unterschiedliche Streamer sein, bei dem einen 10, bei dem anderen 5 oder so, das ist völlig egal. Ja, und danach einfach nicht vergessen, es auf Twitch abzuholen und dann, wie gesagt, sich nochmal neu einloggen und in der Regel ist es eigentlich relativ zügig in eurer Kostümkiste. Na dann, wünsche ich euch alles Gute, bis bald wieder auf den Weltmeeren von Sea of Seas. Euer Sony, macht's gut, tschüssi!